Ja, hallo Freunde, da bin ich wieder und zwar will ich euch heute zeigen, wie ihr den ja sogenannten Power Mode auf eure Fritzbox, falls diese das unterstützt, aktivieren könnt, ja, den ja, Gigabit Ethernet, beziehungsweise woran das liegen kann, wenn eure LAN-Verbindung nur mit 100 Mbits per Second hergestellt wird. Obwohl eure Fritzbox ja dieses Gigabit Ethernet unterstützt oder kann. Genau, als erstes werden wir uns hier auf unsere Fritzbox zugreifen, ja, über die Web Interface hier, ja. Das ist jetzt bei mir 6490 und zwar hier unter dem Punkt hier Heimnetz. Heimnetzübersicht und hier auf dem Reiter Netzwerkeinstellungen einfach draufklicken, ja. Und nach ein paar Sekunden werden uns hier die LAN-Einstellungen angezeigt. Bei mir ist das jetzt hier schon ja umgestellt auf 1 Gigabit. Normalerweise, also per Default, ja, Standard, ist das hier auf 100 MB eingestellt, ja. Das müssen wir einmal hier, beziehungsweise nur die Ports, die wir brauchen, vielleicht, wenn wir nicht alle brauchen, weiß ich nicht, auf 1 Gigabit hier per Second umstellen. Hier einfach, ja, und dann ganz wichtig übernehmen, nicht vergessen, damit die Einstellungen auch übernommen werden. Genau, jetzt haben wir hier den Power Mode, ja, aktiviert, 1 Gigabit per Second. Das passt. Wir melden uns jetzt ab und ja, was manchmal natürlich auch vorkommt, dass trotz dass da der dieses 1 Gigabit Ethernet aktiviert ist, dass wir hier, das ist jetzt mein Adapter hier, meine Netzwerkkarte, wenn wir jetzt auf Status gehen, haben wir hier immer noch 100 Mbits, ja, per Second. Da können wir hier nochmal nachschauen nach den Einstellungen von der Netzwerkkarte selbst, ja, indem wir hier auf Eigenschaften gehen und dann auf Konfigurieren. Manchmal ist es falsch konfiguriert, einfach hier auf dem Reiter erweitert. Und hier haben wir irgendwo Speed und Duplex, ja, und wir sehen hier schon ist fest eingestellt auf 100 Mbits. Ich stelle das jetzt einfach auf ein. Wir können auch auf Auto Negotiation, aber ich stelle jetzt einfach mal auf 1 Gigabit per Second Full Duplex, ja. Und gehe auf Übernehmen. Genau. Jetzt wird die Netzwerkkarte einfach einmal neu gestartet, sozusagen. Und schon haben wir hier 1 Gigabit per Second, ja. Wenn wir ja immer noch 100 Mbits per Second hier jetzt stehen haben, nachdem wir das alles gemacht haben, dann müssen wir noch natürlich darauf achten, dass alle Netzwerkkomponenten ja dieses 1 Gigabit per Second können, ja. Und zwar, wenn ihr vielleicht noch einen Switch zwischen eurem Rechner und der Fritzbox haben, den Router habt. Ja, das muss auch 1 Gigabit hier unterstützen. Wenn nicht, dann wird natürlich automatisch auf die kleinere Geschwindigkeit ja, heruntergesetzt, ja, und habt hier immer noch 100 Mbits. Und natürlich, das Kabel muss auch, was aber kein Thema mehr sein sollte, denke ich, das muss ein Kabel. Ja, das TP-Kabel mindestens der Kategorie 5E sein, ja, damit das hier das 1 Gigabit Ethernet funktioniert. Genau, das war's eigentlich auch schon alles. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal.